Ja, und damit herzlich willkommen hier zu Clock Tower 3. Eine Geschichte, die sich gewünscht wurde. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, was es in den ersten beiden Teilen geht. Die haben sich auch nicht so wirklich interessant gelesen. Boah, das ist gerade voll laut auf dem Ohr. Warte mal kurz. Ich bin immer mal gespannt, weil das von der Beschreibung her war eigentlich ganz interessant. So ähnlich von der Spielmechanik her wie Hunting Grounds, wer das vielleicht gespielt hat oder kennt. Also eher so ein atmosphärischer Horror, hoffe ich mal. Und sowas mag ich ja. Deswegen, ich bin mal gespannt, was da kommt. Ja, jetzt kommt natürlich, wie bei allen alten PlayStation-Sachen, erstmal ein kleiner... Okay, also wir sehen schon mal, wie es aussehen wird. Ist jetzt aber, das ist kein grafischer Leckerbusiness, ist klar, ist ja eher ein Oldschool-Game. Aber ich denke mal, nach den neueren Sachen, das war nach Red Dead, kam jetzt auch noch ein älteres Spielchen, ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Ich bin, hallo, kann ich mal wieder zurück, danke. Ich bin trotzdem gespannt, wie es wird, weil bei den meisten alten Spielen oder Horrorspielen, die ich so kannte, war jetzt der Gruselfaktor nicht so groß. Außer als ich dann auf Project Zero gestoßen bin, das war dann richtig geil gewesen. Vielleicht habe ich ja Glück, ist hier genauso. Und ja, ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Wir machen natürlich neu. Ich habe das noch nicht gespielt und dann gucken wir mal. Dearest Alyssa, how have you been? I think of you every day. It seems such a long time since you started your life at boarding school. It was after your beloved grandfather went missing while traveling 3 years ago that I sent you away to boarding school and told you not to come back for at least 6 years without giving you any explanation. It must have been very painful for you, and I'm sorry, but it was for your own protection. Now, your 15th birthday is approaching, and I fear your life may be in danger more than ever before. Please, go into hiding until your 15th birthday has passed. I know that what I am saying will make no sense to you, but please, do as I tell you and hide as quickly as you can. Your loving mother, Nancy. Mum. Alyssa, you're wanted on the telephone. It's your mother. Hello? Mum? Hello? Are you there? What's wrong? Answer me. Hello? Hello? Mum? Hello? Mum? Mum? Answer me. Mum, I'm back. Excuse me. Are you one of the lodgers? Yes, I am. Oh, I'm Alyssa, Nancy's daughter. Do you know where my mother is? Your mother has gone out. That was early yesterday morning. Huh? She mentioned that she would not be coming back for some time. What? She was wrong. She won't be coming back. At all. So it's just you. You are all alone in this world now, little girl. My sweet Alyssa. I've been waiting so long for this moment. Get away from me! Okay, wir sind also die kleine Alyssa. Fand den Anfang gerade ein bisschen komisch mit dem Typ, weil, wenn ich mir mal vorstelle, dass wir jetzt die ganze Zeit mit dem Typen in dem Haus sind,
Aber das war bei Hunting Ground auch nicht anders. Also, aber es ist trotzdem. Naja. Und wenn sie die Geräusch. Wenn sie die Geräuschkulisse so gut einsetzen, wie jetzt, wo sie hochgehen wollte, da habe ich mich voll erschrocken aus dem Nichts einfach. Dachte ich so, nett, obwohl er gar nicht war. Ich glaube, die Kleine hat es auch gehört. So, ich muss erst mal gucken, wie ich hier vernünftig steuern kann. Ich will die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit irgendwelche anderen Dinger noch gezockt, wo ich jetzt noch mit der Kamera irgendwie rumspielen wollte. Das geht natürlich bei den älteren Spielen nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Die Uhr geht genau. Bin ich mir nicht so sicher. Aber das ist halt so eine Sache, oder eine Sache, die wir hier, glaube ich, machen können, so wie sie es gelesen hat. Wir können mit vielen Sachen interagieren, wir können uns auch viel verstecken unter irgendwelchen Sachen. Also ich denke mal nicht, dass das jetzt sein wird, dass wir jetzt großartig ballern müssen oder so, sondern dass es eher so drauf ankommt, im richtigen Moment abzuhauen, sich zu verstecken. Ist eine interessante Art, ein Spiel aufzuziehen, wenn es nicht zu derbe wird. Dazu kann ich aber, wenn ich es nicht vergesse, vielleicht später noch kommen. Da ist ein Stuhl, in dem der seltsame Fremde saß. Ich werde mich hier aber versuchen, noch mal ein bisschen umzugucken, ob ich noch was anderes finde. Von der Steuerung her natürlich ist sie ein bisschen popelig, ein bisschen stockig, aber mal gucken, ob ich mich dran gewöhne. Das Licht von dem Feuer erzeugt ein rötliches Schimmern. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Sieht zumindest nicht so aus. Das Ding ist auch von den Machern von Resident Evil gemacht, deswegen will ich mal, oder gehe ich mal stark davon aus, dass storymäßig das Ding eigentlich ganz gut sein wird. Hallo? Okay, und keine Ladebildschirme, das ist schön. Also ich denke mal, wir haben sowieso erstmal ein bisschen Tutorial, wie man was wo macht. Ein Tagebuch liegt offen da, ein Eintrag ist unvollständig. Hier kannst du die Spieldaten speichern. Ja, machen wir einfach mal. Wo auch schön ist, wenn man schon so dran gewöhnt ist, dass man eigentlich fast immer unendlich viel Speicherplatz mehr oder weniger hat. Oder dann auch Spiele löschen kann, wie es bei PS4 zum Beispiel ist, und sich dann einfach die wie immer wieder runterladen. Ist das hier ein bisschen dafür, das habe ich voll vergessen. Nämlich war die Memory Card oder beide Memory Cards voll. Also erstmal löschen und dann natürlich nicht genug gelöscht, weil ich nicht genug genau geguckt habe. Und ja, nochmal anfangen. Aber speichern dauert noch recht lang bei dem Spiel, aber ist egal. Was haben wir hier? Ein merkwürdiges Muster erzielt das Gefäß. Es ist voll mit frischem Wasser. Also wie gesagt, wo es lang geht, worum es geht, ist eher, glaube ich, also was hinten zumindest auf dem, auf der Verpackung oben stand, dass wir halt die Seelen unserer Verwandten, sage ich mal, irgendwie befreien sollen. Die wahrscheinlich der alte Mann irgendwie. Hier ist nichts Interessantes. Da ist eine Tür, da kannst du durchgehen. Okay, sag ich mal, sich einverleibt hat. Nein, vielleicht nicht einverleibt. Alter, das ist ja nicht. Sorry. Ich reg mich ja über so eine Kameraführung eigentlich nicht auf. Ich bin es ja eigentlich von alten Spielen gewöhnt, aber das gerade war kacke gewesen an der Treppe. Ich hoffe, wir kriegen auch eine Map, weil ich bin ohne Map eigentlich ziemlich aufgeschmissen. Hier ist nichts Interessantes. Und ich hoffe, dass ich auch. Ich hoffe, dass eigentlich bei jedem Spiel, dass ich flüssig durchkomme, aber ich weiß, dass das, glaube ich, die meisten von euch nicht so unbedingt stört. Und was ich eigentlich noch sagen wollte, das habe ich ja voll vergessen. Okay. Da das ja auch wieder ein Spielewunsch war. Und wenn sie es für mich interessant anhört, nehme ich sowas natürlich gerne entgegen. Wo ich hier ein bisschen gestruggelt habe, weil alte PlayStation-Spiele, die dann relativ teuer sind, weiß nicht. Da ist das immer ein bisschen ein komischer Nachgeschmack, aber bei Project Zero war es ja auch nicht anders gewesen. Da habe ich, glaube ich, auch teilweise 30 oder 40 Euro für jedes Spiel bezahlt und es hat sich trotzdem gelohnt. Ein Feuer brennt an der Feuerstelle, das ist sehr schön. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, wenn er sonst noch Spieleideen hat oder so, gerade was Horror ist, es kann auch älter sein, das ist nicht so schlimm, oder vielleicht so Action-Adventure-mäßig sowas, könnt ihr mir auf jeden Fall gerne schreiben. Es sollte bloß nicht unbedingt Rollenspielsachen oder so sein, das ist jetzt nicht unbedingt meins. Ist aber echt schön. Ach, das ist, okay, also wenn ich es jetzt richtig verstehe, ich weiß es nicht genau, aber es ist halt ein Hotel, das die Mutter besitzt, wo wir aber auch drinnen wohnen, wo unser Kinderzimmer natürlich unverschlossen ist. Mein Zimmer, nichts hat sich verändert. Ich möchte jetzt auch keine kleine Mädchenstimme machen, ich habe erst überlegt, aber das könnte sich, glaube ich, über die Zeit ein bisschen nervig anhören. Gebrauchte Bücher stehen ordentlich in der Reihe.
Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich jetzt überhaupt machen soll. Ich werde erstmal ein bisschen erkunden. Oh, was haben wir denn hier? Wichtige Objekte blinken anscheinend. Lavendelwasser. Hab ich eigentlich auch irgendwie... Habe ich auch ein Inventar? Oh. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich kann es jetzt bloß mit anderen Spielen aus der Zeit vergleichen, aber so... Es wirkt doch ein wenig langsam teilweise. Beim Speichern ist auch, beim Aufrufen. Also es soll jetzt nicht schon rummeckern an erster Stelle sein, aber es ist halt irgendwie auffällig. Jetzt haben wir hier noch Akten. Okay. Wie komme ich... Wichtige Objekte, sieh die wichtigen Objekte an. Optionenbildschirm brauchen wir jetzt. Na, ich bin mir nicht sogar. Ich habe keine Option eingestellt. Ich hatte erst gedacht. Warte mal kurz. Ich hatte erst gedacht, es wäre vielleicht ein bisschen. Achso, gut. Nein, ich möchte gern wieder zurück. Achso. Ich hätte es vielleicht mal vorher machen sollen. Schaltgang. Ich bin ja gleich wieder draußen. So, was haben wir denn hier? Liebevoll aus der lila Blume destilliert. Nimmt die Angst. Nein, nicht benutzen. Ich wollte weiterlesen. Wie kann ich denn weiterlesen? Nimmt die... Oder was ist das? Okay, das scheint schon ein Gewinn zu sein. Nimmt die Angst. Also ist es doch so wie bei Hunting Grounds. Es wird nicht viel mit rumballern werden. Es wird eher atmosphärisch werden, aber solange es nicht zu nervig wird, ist es sonst immer sehr gut. Und wir haben sogar auch eine Map, mit der ich aber irgendwie leider nicht... Ich sehe nicht mal, wo ich stehe. Okay, ich... Dann muss ich versuchen, mir so einzuprägen. Gut, wie hat... Oh Gott. Haben wir ja in unserem Schrank irgendwas drin? Abgesperrt und geht nicht auf. Okay, vielleicht kriegen wir noch einen Schlüssel dafür. Können wir nach draußen gucken? Nö. Keine Spur von Staub. Mutter muss für mich sauber gemacht haben. Ja, das wissen wir schon. Das Ding ist, manche Kamerawinkel, wenn man das hier jetzt zum Beispiel anguckt, sind da irgendwie prädestiniert dafür, dass man eigentlich denkt, da kann man irgendwas machen oder das ist vielleicht wichtig. Und das ist so oft gar nicht der Fall. Warte mal, haben wir mit den Bildern noch irgendwas? Auch nicht. Ich schätze... Wir haben zwei Eingänge zu unserem Zimmer. Warum? Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Das war die Stelle, wo ich jetzt nicht durch die Tür konnte, ne? Ich sehe auch Philipp. Heißt das Philipp? Oder ist das... Sie könnte ja wenigstens mal den Namen sagen, der dran steht. Ich habe den jetzt leider nicht erkannt. Tut mir echt leid. Und kann auch gut sein, dass das da oben unsere Angstanzeige ist. Aber ich kann jetzt... Warte, hier war unser Zimmer. Nee, doch nicht, hier war... Okay, was war das? Das Panikmeter. Immer wenn Alissa sich körperlich oder emotional bedroht fühlt, steigt das Parameter. Wenn das Parameter maximal erreicht, verfällt Alissa in einen Panikzustand. Oh Gott. Das sage ich auch bloß, weil, wie gesagt, aus Hunting Grounds, wenn das genauso ist von der Spielmechanik her, ich kann da in so ein Panikmomenten verschleiert das Bild komplett. Man rennt halt wirklich, also nicht wie besoffen rum, aber so ähnlich. Wenn man die ganze Zeit dann auf den Bildschirm dabei guckt, mir wird da irgendwie selber schwummerig bei. Das ist echt, es ist zwar irgendwie cool gemacht, aber weiß nicht. Deswegen, ich hoffe, es kommt nicht so weit. Aber wahrscheinlich schon. In diesem Zustand sind Alissas Bewegungen eingeschränkt. Wenn sie in diesem Zustand angegriffen wird, stirbt sie. Oh. Ich kann das doch schreiben. Das Panikmeter sinkt langsam, wenn sich Alissa an einen sicheren sicheren Ort ausruht. Achte stets auf das Panikmeter und versuche, den Stress so gering wie möglich zu halten. Na klar, da wissen wir doch schon wieder, irgendwann werden wir gejagt werden. Okay.
Okay, bevor. Warte. Bevor ich das in Angriff nehme, können wir hier anholen. Abgesperrt. Die Bewohner werden für eine Weile nicht zurückkommen, okay? Das weiß ich aber auch ganz genau. Die Mauer hinter der Feuerstelle fällt auseinander. Sie ist schon auseinander. Okay. Wer hätte gedacht, dass da ein verborgenes Zimmer liegt? Na dann. Wir konnten uns doch. Kann ich. Ah, ich kann mich auch so bewegen, okay. Nette Begrüßung. Sieht wie eine Flasche und ein Brief aus da unten. Heilige Flasche? Können wir damit heiliges... Oh, Nancys Brief. Liebste Alyssa, ich wollte immer nur, dass du in Frieden lebst. Aber wenn du dies jetzt liest, bist du wohl zum Haus zurückgekehrt. Zu deinem eigenen Schutz gebe ich dir einen Rat und eine Anleitung zur Verwendung dieser Flasche heiligen Wassers. Verwendung des heiligen Wassers. Exorzismus. Wenn du bedroht wirst, verspritze etwas heiliges Wasser auf den Angreifer. Er hält dann vorübergehend inne. Siegel zerstören. Um die Siegel zu brechen, die den Zugang zu bestimmten Orten verhindern, spritze etwas heiliges Wasser auf sie. Auffüllen des heiligen Wassers. Denke daran, dass es keinen endlosen Vorrat an heiligem Wasser gibt. Du kannst deine Flasche auffüllen, entweder bei den heiligen Gefäßen oder bei den Trinkbrunnen der Löwen. Sentimentale Objekte und Geister. Eine Person, die eines unnatürlichen Todes starb, hat noch unerledigte Angelegenheiten in der Welt der Lebenden. Um dich zu schützen, musst du ihre Wunden heilen. Dazu musst du ihr sentimentales Objekt finden. Zum Schluss. Es ist alles meine Schuld, aber ich werde mein Bestes geben, um dich zu beschützen. Bitte denke daran, dass ich dich mehr als alles andere auf der Welt liebe und immer lieben werde. Deine Mom. Aber das mit den sentimentalen Objekten finde ich schon mal sehr interessant. Es ist der Schutzheilige des Hamilton-Hauses. Was macht er eigentlich hier? Der Name sagt mir jetzt nicht wirklich viel. Ich möchte aber sagen, dass ich den vielleicht bei den Recherchen mehr oder weniger für die Vorgängersachen mal gelesen habe. Denn ich fange normalerweise Spielereihen eigentlich ab dem ersten Teil an. Aber wie gesagt, die anderen Spiele haben sich jetzt nicht so dolle gelesen. Warte mal, ich muss mal... Okay, ich weiß schon mal, wie man das heilige Wasser verwendet. So soll es eigentlich nicht sein, aber ich wollte eigentlich nur ins Inventar. Scheiße. So, Akten. Wichtige Objekte. Schlüssel habe ich, glaube ich, noch nicht gefunden. Nicht, dass ich wüsste. Ja, toll. Das habe ich automatisch immer dabei und ich weiß auch, wie ich es benutzen kann. Das ist sehr schön. Aber am Ende des Ganges war ich, glaube ich, noch nicht. Warte, nee, da konnte ich nicht durch. Nee, hier konnte ich nicht durch. Und hier konnte ich bloß zu meinem... Ah! Bin ich weit genug weg? Mir geht das aber gerade so ein bisschen auf den Senkel, dass ich jetzt schon wieder die erste Ladung verkackt habe. Aber, na gut. Ab ins nächste Räumchen. Hier ist eine ab... Hier ist es abartig sauber. Ich mag die jetzt schon. Ich mag die jetzt schon. Warum ist das hier zugenagelt? Eine Tür wurde zugebrettert. Ich kann mich nicht erinnern, dass diese Tür hier offen war. Da werden wir bestimmt ganz am Ende reinkommen. Jemand hinter der Tür? Okay, sie ist fast die. Ich möchte da noch nicht gleich rein. Ich will erst mal ein bisschen weiter gucken. Nancy, können wir hier rein? Tag, Mutti. Der Dreifachspiegel ist zusammengeklappt. Na dann. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob die jetzt automatisch immer alles macht. Da ist ein Computer auf dem Tisch. Ich wünschte, ich hätte auch einen. Jetzt hast du einen.
Wer ist das auf dem Protero? Das ist schon. Was? Das ist schon. Das ist da schon ewig. Keine Ahnung. Hier ist wieder eine Uhr. Die Uhr hat angehalten. Du brauchst extra eine Aufziehschüssel, um sie zum Laufen zu bringen. Okay. Oh, warte mal. Da blinkert das Bild. Mom, I came back home. I know you told me not to, but I couldn't help it. I'm so worried about you. Where are you, Mom? Who's playing that? Where's the sound coming from?